Ja, hallo liebe Sanni, ich grüße dich. Ja, ich packe jetzt gerade hier dein Tauschpäckchen. Ich freue mich total, dass wir das machen. Und ja, wollte dir ein paar Dinge doch zeigen, bevor ich das Päckchen zur Post bringe gleich, die ich dir reingepackt habe in dein Tauschpäckchen. Ich hoffe, du freust dich. Ich zeige dir natürlich nicht alles, aber so ein bisschen was als Erklärung. Und ich fange mal an. Ja, ich habe nämlich gehört, du trinkst gern Cappuccino und am liebsten so geschmacklich in die Richtung Karamell. Ich habe mir dann gedacht, dann hole ich dir von Krüger mal diese 500 Gramm Tüte Cappuccino Karamell Krokant. Ich hoffe, deinen Geschmack getroffen zu haben. Wünsche dir ja, viel, viel Spaß damit. Ich denke, damit kommst du erstmal reichlich aus. Das packe ich jetzt in dein Päckchen. Dann passend dazu, wo ist sie jetzt? Ah, hier. Habe ich auch gehört, dass du genauso gerne wie ich Schokolade isst. Und dachte mir, wenn man so ein Cappuccino schlürft, dann dürfen diese Karamellbonbons, Schokobonbons nicht fehlen. Ich finde die auch total lecker und wünsche dir ja, viel, viel Spaß damit. Und dann dachte ich mir, ja, wer gerne Cappuccino trinkt, der braucht dann auch so eine Tasse passend dazu, weil, wie du sehen kannst, steht hier drauf Cappuccino. Natürlich darf man auch Kaffee und was steht hier? Mokka, Koffee, alles Mögliche, Espresso hier raustrinken. Aber ich denke mal, du wirst wahrscheinlich dann dein Cappuccino hier raustrinken. Ich fand die ganz süß, als ich die im Geschäft gesehen hatte. Und ja, hoffe, dir gefällt sie. Und ich hoffe natürlich, dass sie auch heile bei dir ankommt. Ja, dann habe ich noch, hoffe ich, dass du Kerzen liebst. Das sind so Maxi-Teelichter in Duftrichtung Vanille. Ich liebe die. Hab dir dann passend dazu auch noch ein Behältnis gepackt. Darin kannst du die wunderbar drin abtrennen. Und ja, ich liebe Vanilleduft. Ich hoffe, du auch. Und ja, Kerzen kann man ja das ganze Jahr über gut gebrauchen. Und ja, die kommen dann in dein Päckchen. Dann zeige ich dir noch eine, wie ich finde, sehr schöne Aufbewahrungskiste, Box. Das ist so eine etwas, ups, nostalgisch gehalten, nostalgisch. Du weißt, immer diese Fremdwörter, Mensch. Ja, also eine Kiste, so auf alt getrimmt mit so Röschen. Die ist gefüllt, ich muss aufpassen. Die habe ich mit ein paar Sachen gefüllt und nee, die zeige ich jetzt nicht. Das darfst du dann in Ruhe auspacken, ja? Ja, und was kann ich dir noch zeigen? Genau, du bist ja genauso ein bisschen Heilstein, Edelstein, verrückt wie ich, habe ich schon mitbekommen. Und da dachte ich mir, schenke ich dir erstmal, ich hoffe, du hast das noch nicht, das Heilstein-Lexikon, das kleine von Michael Ginger. 430 Steine von A bis Z sind hier drin beschrieben. Da wird immer kurz stichpunktartig beschrieben, in welcher Art und Weise der Stein jetzt auf den Körper wirkt und wofür der gut ist, zum Beispiel auf der körperlichen Ebene, auf der Verstandsebene, auf der seelischen Ebene. Und ich finde das einfach prima, wenn man, das kann man gut mit in jede Handtasche führen, wenn man jetzt shoppen geht und man ist in einem Geschäft, dann kann man ja nochmal nachschlagen schnell. Ich liebe dieses Heilstein-Lexikon, ich habe das selbst auch und ich hoffe, dass es dir so ein bisschen gefällt und dass du es gebrauchen kannst. Passend dazu habe ich dann bestellt einen ganz, ganz tollen Stein, einen Edelstein, einen Galaxit, so geschrieben. Ein ganz besonderer Stein. Ich denke mal, dass du eine Silberkette hast dazu. Das ist ein Stein, der schimmert je nach Lichteinfall. Jetzt scheint leider die Sonne nicht. Ganz, ganz toll. Schau ihn dir zu Hause in Ruhe an. Ich liebe diesen Stein und er ist schon was Besonderes und ich hoffe, du, ja, dass er dir gefällt und dass du ihn ab und zu trägst und an mich denkst. Okay? Ja, ich denke mal, so ein paar andere Sachen stehen jetzt hier noch, aber die darfst du dann in Ruhe zu Hause auspacken. Und ich, ja, es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich danke dir, ja, für die Aktion. Vielleicht kann ich dir noch eine Sache zeigen. Ich habe nämlich, genau, noch mitbekommen, dass du, ja, nicht so der Pinselfreak bist, ne? Dass du viel, also das meiste mit deinen Fingern aufträgst. Und ich möchte doch gerne mal in irgendeinem Video sehen, dass du auch mit Pinseln arbeitest. Und deshalb schenke ich dir schon mal einen von Catrice. So einen ganz, ganz tollen ist jetzt aus der Limited Edition, aus dieser It Pieces LE. Dieser schöne Pinsel. Also ich denke, den kann man für vieles gebrauchen. Für je nachdem, was du möchtest. Puder, Highlight, Bronzer, Blush.
Ja, ich hoffe, es kann natürlich sein, dass noch der ein oder andere Pinsel mit irgendwie in das Tauschpäckchen wandert. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn du auch mal irgendwann in deinen Videos, wenn ich dann den ein oder anderen Pinsel wiedersehen würde. So, jetzt reicht's. Ich werde jetzt mich ranmachen, das Päckchen gut verpacken, dass alles heil bei dir ankommt. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit den Sachen und sage Tschüss, bis bald. Deine Nadine.